So, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und ein freundliches Moin Moin aus dem hohen Norden. Wir spielen weiter Dark Souls 3 auf der Xbox und haben uns hier ein bisschen umgeschaut, den Schmied gefunden und ein bisschen hier rumgeschaut. Da haben wir den komischen Ritter da geredet, die einsame Seele. Die Throne hier müssen wohl irgendwie gefüllt werden mit denjenigen, die die Throne besaßen. Aber wir können hiermit auf jeden Fall reisen, glaube ich. Und mal rasten können wir erstmal. Ist auch nicht verkehrt, am Auffüllen. Und dann können wir reisen. Untun und Knochensplitter verbrennen. Lagerkiste, wir gehen mal auf Reisen. So, die hohen Formen Lothric, da reisen wir jetzt mal hin. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht, das gute Game. Turmschlüssel. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Feuerbahnschrein, der zum Glockenturm führt. Der Glockenturm ist das Grab vergangen. Oh, ich konnte so schnell nicht lesen. Leider ist es weg. Okay. Da liegt wieder ein gewundenes Schwert. Das kann ich aber nicht nehmen. Geht wahrscheinlich nur hier raus. Okay. Das ist mal eine kleine Burg dort hinten. Uiuiuiui. Hohe Mauer von Lothric. Spreche ich das richtig aus? Lothric oder heißt es Lothric? Nee, Lothric, ne? Ich sag einfach Lothric. Verbessert mich, wenn es falsch ist. Werde ich dann im nächsten Video korrigieren. So. Ach. Es ist immer ein. So ein kleines, cooles Gefühl, wenn jemand ein Spiel von From Software spielt. Ich habe natürlich, wie heißt das Spiel? Sekiro. Gut, also lang gespielt. Und komme aber da gerade nicht weiter, so richtig. Also ich bin da wirklich, liegt auch an der Zeit so ein bisschen. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt mehr, aber ich, ist auch eine faule Ausrede. Ich bin wirklich schwierig dran. Aber Demon's Souls habe ich tatsächlich weitergespielt. Aber nicht weiter hier. Ja, nicht weiter hier gezeigt, weil ich dann auch irgendwann eine Pause gemacht habe bei dem Spiel. Und im Moment liegt die PlayStation 5 einfach nur brach. Also die wird eigentlich gar nicht benutzt. Komisch, ne? Was nicht daran liegt, dass ich die blöd finde oder gar nichts. Die ist auch wundervoll. Ich mag sie. Das ist ein Highlight. Aber trotzdem. Oh. Das war dumm. Guck mal, mein geiler Bart an da. So, also es liegt nicht daran, dass ich die PlayStation blöd finde. Gar nicht, bei weitem nicht. Also das ist eine fantastische Maschine. Und ich freue mich auch drauf, wenn neue Spiele rauskommen. Aber im Moment ist einfach die Xbox ist einfach die. Ja, wie soll ich sagen? Das ist. Das Gerät gerade einfach. Also, ich benutze kein anderes, nichts anderes gerade. Es ist wirklich nur, dass ich nur die Xbox nutze. Weil eben alles drauf läuft und es viele Spiele im Game Pass gibt, die wirklich cool sind. Vorsicht, tot. Okay, sind einige. Ist die Frage, das sind auch die Hunde da hinten. Ich dachte, ich könnte die vielleicht so ein bisschen. Oh, da kriege ich ihn getroffen. Okay. Mist. Okay. Okay, das Feuer mag ich. Da kommt ein Typ hoch. Ne, geht gerade runter. Der riesige Typ mit der Axt. Der sieht auf jeden Fall nicht freundlich gesinnt aus. Ah! Oh! Hoch hier? Okay.
ist vielleicht ein bisschen zu viel, ihn alle um zu killen gerade damit. Ich will lieber das Schwert ein bisschen benutzen. Was ist denn da los? Oh. Okay, das war natürlich ein bisschen blöd. Jetzt haben wir natürlich sau viel Leben verballert. Aber naja, was soll's. Also sau viel Leben nicht. Ich meine, sau viel von unserer blauen Magie. Mana würde man dazu sagen, woanders. Hier anscheinend nicht. Was höre ich denn hier für komische Stimmen? Ich gehe nochmal hier hoch kurz. Ist hier noch irgendwas? Schaut nicht so aus. Noch nicht, okay. Ich will mal kurz was. Bisschen auffrischen hier. Wer ist hier runter gehen oder ist da hoch? Die Frage, ne? Ich gehe erstmal hier ein bisschen runter. Kann man von da oben raufspringen vielleicht? Ich glaube, das müssen wir mal ausprobieren. Da kann man bestimmt, ne? Aber hier ist nichts. Die Blödes. Hose eines Deserteurs, okay. Seele eines verlassenen Leichnams. Ich höre immer noch Stimmen. Mal kurz gucken, kann man die Hose nutzen für irgendwas Cooles hier? Warte. Ah. Wir haben eine Zaubererhose. Gibt die uns irgendwas? Okay, wir müssen höher eine Magie und so. Nein, lassen wir das mal weg. Ja, schon was Besseres finden noch. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, das scheint eine Abkürzung zu sein oder irgendwas. Schauen wir doch mal. Okay. Ich höre die ganzen Geräusche hier von irgendwelchen... Ja, ja. Den habe ich gar nicht gesehen. Das liegt da die ganze Zeit ein Krebs da rum. Überhaupt nicht mitgekriegt. Der hier weiter gebetet hat. Also überhaupt nicht gehört. Also gesehen. Gehört schon. Alter, was ist das denn? Was war das denn gerade? Für ein Riesenviech da? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist das so ein gleiches Teil, was wir gerade eben gekillt haben bei diesem Feuerding da? Wahrscheinlich, ne? Okay. Puh. Uncool. Okay. Okay, okay.
ein Schisser, was sowas angeht, ne? Alter, ist das ein Riesen. Kann man so schießen einfach? Ne, das geht natürlich nicht. Okay, haut doch mal gleich wieder ab. Nein! So. Ich glaube, man kann die garantiert auch anders und leichter besiegen. Aber da bin ich zu. Da bin ich anscheinend zu. zu ängstlich für. Ich muss ja. Aber ich hoffe, man findet genug Sachen, um dieses Zaubermagie-Zeug da höher zu bekommen. Das wäre super. Der hat sich auf jeden Fall einige hier niedergemacht. Ich weiß gar nicht, ob man die alle töten muss. Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber. Sicher ist sicher. Hier holen wir auf jeden Fall was ab. Langbogen, gewöhnlicher Pfeil. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Ich dachte, man könnte irgendwas entzünden. Das kann man gar nicht. Ist das Abkürzung hier? Nein. Ist auch nichts. Hier kommt man gar nicht hoch. Also viele finde ich hier oben jetzt nicht, leider. Ja, auch nichts. Okay. Gab es noch einen anderen Weg? Ich bin gerade überfragt. Ich gehe nochmal runter und gucke nochmal da, oder? Also, okay, gehen wir nochmal zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier irgendwas machen kann bei der Figur. Aber ich anscheinend nicht. Gut, gehen wir zurück. Hier unten gab es aber auch nichts weiter. Da konnten wir nur die Tür, die wir da nicht öffnen können, durch. Nicht durch. Okay, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Müssen wir einen anderen Weg finden. Okay. So. Dann gehen wir doch hier mal runter. Und zwar in diese Richtung. Tun die eigentlich nichts, diese Beta? Anscheinend nicht. Okay. Ich bekomme ja auch nicht irgendwie, ich bekomme auch keine Punkte dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die einfach. Da hinten kommt noch so eine Hi-Opi. Okay, er weckt die anscheinend auf. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Sorry dafür. Sowas auch nicht gedacht eigentlich. Rums.
Bums. Weiß nicht, ob wir hier noch mehr geweckt werden von denen. Keine Ahnung, ich kill die trotzdem einfach alle. Man weiß ja nie. Seht eines verlassenen Leichnams, okay. Wir haben sie auch alle erwischt jetzt hier, ne? Ich auch keine Geräusche mehr. Hm. Doch irgendjemand, ne? Wollen wir Brandbombe werfen? Haben wir auch noch nie probiert, oder? Okay, wir können auch nichts mehr machen, weil alles ist leer hier. Ich kann auf Brandbomben lassen, glaube ich. Okay. Da können wir aber nicht durch. Oder will er, macht er irgendwas? Nee. Er guckt uns zwar böse an, aber machen tut er nichts. Kann er ja auch nicht. Will er uns denn da erwischen? Okay, da oben ist ein Leichnam. Wie kommen wir an den denn ran? Hier außen? Okay, ist ja schwierig, an den ranzukommen, oder? Liegt ein fetter Drache, sehe ich jetzt erst gerade. Nur das Drachengewehr an, aber hier kann man hoch. Alter! Oh, weg hier, weg hier, weg hier! Wow. Wow. Was soll ich jetzt machen? Ich raste kurz. Wir holen uns alles wieder. Da müssen wir zwar die Leute nochmal killen. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Aber wir können uns ja theoretisch. Müssen wir gar nicht, ne? Doch, wir können ja mal ganz kurz zum Feuerbahnschrein reisen. Und uns kurz stärker, noch ein bisschen stärker machen. Ein bisschen mehr Power holen. Und dann nochmal zurückgehen. Macht ja am meisten Sinn. Da oben steht sie. Welcome home, I speak. Aufsteigen möchte ich. Los. Also, wir machen auf jeden Fall mal die Zauberei noch ein bisschen stärker. Genau. Und die Kondition. Finde ich auch gut. Obwohl die Kondition. Eigentlich eher die Stabilität, ne? Was gibt's denn da noch so? Magie. Ich mach so. Yes. So, wofür brauchen wir sonst die Seelen? Ach so, warte. Wir haben ja noch, ein paar was eingesammelt. Ich finde mir doch, haben wir da noch etwas, was wir nutzen können? Da. Okay, ist nicht genug. Schade. Was anderes hatte ich nicht mehr, ne? Nee. Aber ich will nochmal zu ihm gehen. Oh, wer ist sie denn hier? A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells.
I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. Okay. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Natürlich nicht. As is thy want, no? Was hat sie denn da so Gegenstand kaufen? Reparaturpulver. Weißes. Ja. Turmschlüssel. Also den kann man bei ihr kaufen auch, okay? Heilungshilfe. Wunder. Stellt TP äußerst geringfügig wieder her. 500 will sie dafür haben? Was ist das denn hier? Talisman, okay. Wir könnten ja was verkaufen, aber jetzt ist die Frage, was kann ich verkaufen an sie? Ist die Frage, so ein Bogen? Brauche ich? Kann ich so einen Bogen überhaupt nutzen? Nee, kann ich nicht. Da brauche ich auch nicht Geschick für, ne? Lass uns den Bogen doch einfach verkaufen, meine ich. Ja, und die Hosen kann sie auch haben. Die Pfeile. Alle weg. So. Mehr haben wir auch nicht. Können natürlich die Sachen auch noch verkaufen, das wollen wir aber nicht. Und erhält die Stärke der Flamme, steigert TP bis zum Tod. Mit drei Stück von. Ja. Behalten die Glut, behalten wir auch nochmal. So. Ich will einmal kurz zu ihm laufen hier. Denn er kann uns ja. Ich mach's so. Jetzt habe ich zwei blaue und zwei rote, was natürlich sehr cooler ist. Was natürlich praktischer wäre. So, ich gehe zurück nach Lothric und gehen den anderen Weg jetzt nochmal. So, dann geht's hier runter, ne? Oh, das war dumm. Bruder Edelstein, okay. Was immer das ist. So, das haben wir doch schon mal alles erledigt jetzt hier draußen. Ihn können wir eigentlich egal lassen. Also ab und zu ist mein Deutsch auch nicht mehr da. Nee, den können wir erstmal stehen lassen.
Okay. Eliminato, würde ich sagen. Oh. Ich dachte, der wäre schon tot. Aber naja. Aber hier saßen ja ganz scheinbar ganz viele und haben sich diesen Drachen angeschaut, wie man sieht. Aber der ist ja komplett. Schau mal, hier kann man auch runter. Sollte man da runter? Ich weiß es nicht. Jetzt belohnt, wenn ich da runtergehe, oder sterbe ich einfach nur? Einen sinnlosen Tod. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie man da hinkommt zu dem. Goldenes Kiefernharz. Sehr gut, sehr gut. Ab und zu wird man dann doch belohnt für irgendwas. Ich weiß zwar nicht, wofür wir das gebrauchen können. Aber es kommt schon noch. So, hier müssen wir oben irgendwie noch weiterkommen. Ich höre komische, ächzende Geräusche immer noch. Ich weiß nur nicht, wo die herkommen. Wahrscheinlich von der anderen Seite der Mauer. Da unten gehen auch wieder ein paar. Hier geht es nicht weiter runter? Nee. Da geht es auf jeden Fall hoch. Fernglas. Was kann ich hier mit dem Fernglas? Mit dem Fernglas nicht gucken, ne? Warte mal. Jetzt können wir das nicht irgendwo reinsetzen. Ich weiß nicht mehr, wofür man dieses Fernglas benutzen konnte. Keine Ahnung. Irgendwas kann man bestimmt dichter ranholen damit, aber naja. Gut, dass wir den auch noch mitgenommen haben. Also wir sind jetzt hier und wollen ja da nochmal hin irgendwie. Das muss ja noch einen Weg dahin geben. Gibt es den vielleicht hier durch, wenn man hier runterspringt, nochmal einen anderen Weg geht? Habe ich gar nicht drauf geachtet gerade eben. Das ist nochmal. Nein, da geht es nur raus. Okay. Aber hier geht es runter. Jetzt leider mal runter. Wahrscheinlich nicht die beste Idee. Den ist verlassen ein Leichnam. Oh. Kommt er hier rein? Oh. Oh. Okay. Komm mal rein hier.
Mein dritten Part. Oh nein. Oh, das war dumm. Oh nein. Okay, jetzt wird's eng. Oh nein! Oh, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ärgert mich jetzt wirklich ein bisschen. Okay, wir müssen unsere Seelen zurückholen. Okay, also dieser blöde Glöckner, der weckt die ganzen hier. Oh nein. Ich wollte mal den Abwehrding probieren. Ich wollte eigentlich nur das Abwehrding probieren. Naja gut. Wir müssen uns jetzt schnell mal unseren Kram wiederholen. Das ist echt ärgerlich. Was blonde? Mann. Kannst du bloß so leichtsinnig sein wie ich gerade eben? Aber okay, wir können das gleich direkt hier einsammeln. Das ist perfekt. Oh. Das war eigentlich nicht der Sinn der Sache. Na, warte. Der Feuertyp da hinten nervt so ein bisschen. Okay. So. Rüstung hat dieser Tür, so, wir müssen jetzt schnappen da hinten. Okay, sind einige da hinten, wie man sieht. Okay. Nein! Oh. Oh, wie leichtsinnig, Leute. Macht es nicht so wie ich. Das war wirklich leichtsinnig, oder? Mann. Oh.
keine Seelen, also kann es uns egal sein. Handbombe, perfekt. Und wieder da runter. Okay, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich verspreche es. Ich verspreche es euch. Ich muss auf jeden Fall meine Sachen holen, das ist wichtig. Warten, bis er da. Kann ich den auch hinterrücks erstechen gleich, den Typen. Noch sieht er uns ja nicht. Ich weiß nicht, ob er hier reinkommt. Kann natürlich sein. Ja, anscheinend nicht. Ich drehe da aber gleich und geht woanders hin. Mann. Wow. Der ist aber auch immer flink mit seinem Ding da. Nervig. Hey. Da sind einige da hinten, die müssen wir irgendwie so ein bisschen, aufhalten. Die Frage, ob man das nicht irgendwie kurz zerstören kann, aber das kann man nicht, ne? Bringt sich natürlich, heilt sich natürlich gleich wieder. Natürlich blöd ist für uns. Oh, trink was. Oh nein. Wow. Das war wieder mal ein kleines Gemetzel. Okay. Gut. Leider nichts zum Einsammeln hier. Oh naja, egal, was soll's. Gehen wir hier hoch. Hier hat es sich ja gelohnt, hier irgendwas eins hinzukommen, irgendwas zu finden. Tod voraus. Vorsicht, Vorzieher Feind, okay. Zieher Feind voraus, Zieher Feind. Zieher Feind hört sich immer fies an. Für fette Schritte. Ach, der ist der Zielfeind, okay.
Oh, er kommt hinter uns her. Okay, laufen wir mischen. Oh! Alter Schwede! Kommt er hier rein? Was mit dir, du zäher Feind? Okay. So kann man den auch erledigen. Einfach nur wegrennen. Ein Schisser sein. Wir gehen trotzdem hoch. Was sagt er hier? Ist das etwa Drache? Okay. Puha. Immer so ein bisschen Adrenalin in den Adern, wenn man das hier spielt. Ist das die Tür, die wir von der anderen Seite jetzt aufmachen können? Mist. Mist, Mist, Mist. Aber. Nee. Lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Klar, lässt sich das nur von der anderen Seite öffnen lassen. Warum auch einfach, wenn es immer nur schwer geht? Okay. Oh, gehe ich da hin? Okay, Brandbomben. So. Hier geht's mal noch runter gleich, wenn man will. Und man geht hoch, wenn man will. Ich teste mal beides jetzt. Zeit für Tod. Okay, aber wir können uns ja erstmal hier hinten das Leuchtfeuer anmachen, ne? Siehste. Zeit für Tod. Das ist auch echt fies eigentlich, ne? Hallo, es ist Zeit für Tod. Kleine Titanitscheibe. Titanitscheibe. Okay. Ja, also ich würde sagen, wir reisen jetzt einfach mal zurück. Haben wir wieder ein kleines Stückchen erreicht. Und schauen mal, was wir jetzt nochmal erreichen können. Drüben beim Feuerbandschrein. Und dann müssen wir mit ihr einmal kurz reden. Um uns vielleicht ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen was hier. So. Welcome home, my speaker. Ja, moin. Aufsteigen wollen wir. Gut. So, ich muss auf jeden Fall die Zauberei wieder hoch machen. Und. Okay, Belastbarkeit. Stärke. Irgendwie egal, was ich mache, geht alles höher da, ne? Und glauben nochmal. Gut. Gut, haben wir nicht mehr. Farewell,
Wir können mal gucken, ob er noch unser Schwert da ein bisschen stärker machen kann, weil ein paar von diesen Titanscheiben haben wir ja gesammelt. Theoretisch? Kettenbrecher verstärken plus 1? Mach doch mal. Okay. Ach Mist. Das war ja dumm von mir. Ich hätte meinen Zauber stark verstärken sollen. Hätte, Fahrradkette. Oh, das war dumm. Ich hätte einfach mal durchschalten sollen, bevor ich da irgendwas mache. Hätte man auf jeden Fall hier nochmal den eher stärker machen können. Ja, das war dumm. Na gut. Wissen wir das fürs nächste Mal? Achso, warte mal. Ich kann noch hier kurz noch schnacken hier. Aha. Bernhard fügt Waffe der rechten Hand Blitz hinzu. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Steigert Trefferpunkte bis zum Tod. Ja. Durchwirken, um krude Waffen herzustellen. Hat sie hier nicht so kleine Titanitscheiben, die ich kaufen kann bei ihr? Titanscheiben, Titanitscheiben? Scheint nicht. Wir können uns selbst heilen ein bisschen, ne? Nehmen wir mit. So. Aber ich glaube, das wäre es dann auch wieder für heute. Unter und noch ein verbrannt, das heißt was? Kein Unter und noch mehr. Okay. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Und ja, danke. Bis dann. Tschüss.